Moin Leute, ich war Ende Juli in Bremen, habe dort viele coole Sachen erlebt. Pauli war natürlich auch dabei und hat wieder mal nur Blödsinn im Kopf. Nachdem wir etwas in den Läden geshoppt hatten, ging es in die Innenstadt, wo das beliebteste Kunstwerk Bremens am Anfang der Fußgängerzone steht. Die Bronzeplastik Hirt mit Schweinen. Mein Bruder zwang mich, Spaß beiseite, auf dem Schwein Platz zu nehmen und das tat ich dann auch, wie ihr hier sehen könnt. Ich bestaunte noch einen kleinen Stadtbrunnen und deren Inschrift, bevor es wohl zum bekanntesten Wahrzeichen der Hansestadt ging. Die Bremer Stadtmusikanten, wer kennt sie nicht? Die Bronzestatue von Gerhard Marx erinnert seit 1953 an das Märchen der Gebrüder Grimm im Herzen Bremens. Pauli konnte sich dies natürlich nicht entgehen lassen und musste sich dazugesellen. Der fünfte Musikant kann er trotzdem nicht werden, dieser Schelm. Die Beine des Esels habe ich auch umklammert, soll ja Glück bringen, die Bremer Stadtmusikanten anzufassen. Und dann habe ich das auch getan. Anschließend ging es ins Einkaufszentrum Waterfront. Wir schnüffelten durch die Geschäfte. Natürlich hauptsächlich bei Lego und Playmobil und im dort vorhandenen Primarkt. Ich hempelte die ganze Zeit herum. Das war Nässe drin. Nach neuen Fungos wurde auch Ausschau gehalten und ich traf Batman. Pauli hatte dann Hunger. Zufälligerweise war dort Wonderwaffel mein viertes Mal und diesmal mit Pauli, der eine fette Waffel verspeiste. An dem Tag war dort auch eine Veranstaltung. Die Sesamstraße war in the house. Wuhu! Von Ernie, Bert bis Krümelmonster, Elmo und sogar Sean das Schaf waren alle dabei. Ernie versuchte sogar, meine Käppi zu stibitzen. Gelingt ihm nur nicht so. Mega cool. Geht hinten nicht ab, geht nicht ab. So. Bert, Ernie, hallo. Sehr lustig. Sehr süß. Ja. Dann freuen Sie sich hier. Sehr niedlich. Draußen war dann der Bauwagen von Löwenzahn. Leider natürlich der neue von Fritz Fuchs, den ich auch klasse finde, aber Peter Lustig war einzigartig. Ich besitze alle seine Folgen. Den Wagen haben wir dann genauer angesehen, von außen wie von innen. Dann stieg ich auf die Dachterrasse des Bauwagens und habe euch gewunken. Ich konnte dort die ganze Veranstaltung von oben herab betrachten. Dort war eine Bühne aufgebaut, wo auch Fritz Fuchs noch aufgetreten ist. Dort waren auch große Lauschmuscheln aufgebaut, in denen du durch einen Metallring leise etwas reinflüstern konntest und auf der anderen Seite konnte man es deutlich verstehen. Hallo, ich habe eine Hallo. Hallo, kannst du mich hören? Ja, klar, kann ich nicht. Jo, halt, ja. Timo, schöne Grüße. Timo, schöne Grüße und das aus der anderen Seite der Muschel. Jo. Hau, Leute, das war ein toller Tag, vollgepackt mit haufenweise Überraschungen und Entdeckungen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was euch am besten gefallen hat. Für mich ging es danach gleich weiter nach Oldenburg. Was ich da erlebt habe, das könnt ihr sehen in meinem Food Diary, Kalenderwoche 29/23. Und dann sehen und hören wir uns beim nächsten Mal. Aber vorher natürlich wünsche ich euch noch wunderschöne Grüße aus Bremen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Lebtag.